Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Shapebox. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Wie ich so in YouTube meine Abo-Liste durchgegangen bin, bin ich an Frankas Favorite hängen geblieben und da habe ich gesehen, dass sie ein Unboxing gemacht hat über eine gewisse Shapebox. Und ich habe von dieser Box noch nie gehört. Ich habe kurz reingeguckt und mal der Franka zugehört, worum es da überhaupt geht und habe mir das Video aber nicht zu Ende geguckt, weil ich mich überraschen lassen wollte. Und ich habe aber auch gesehen, dass die Franka einen Code in der Infobox gehabt hat, wo man irgendwie 5 Euro Rabatt noch bekommt und den habe ich genutzt und sobald ich diese Box ausgepackt habe, werde ich bei der Franka vorbeischauen und gucken, ob sie die gleichen Produkte in der Box drin hatte. Bei der Shapebox handelt es sich, ich muss mal eben ablesen, um eine Fitness, also es handelt sich um eine, hoppala, jetzt ruft mich jemand an, ablehnen. Julia, falls du das siehst, ich konnte im Moment nicht. Ich rufe dich gleich zurück. Also, die Shapebox, die kommt alle 2 Monate und es sind mindestens 8 Produkte in dieser Box drin. Im Bereich Fitness, Ernährung und Beauty, digitalen Gratisausgaben des Shape-Magazins sowie einem Zugang zu einem Online-Fitness-Portal für zu Hause und unterwegs. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Mich interessiert im ersten Moment die Box. Okay, jetzt muss man eben rangehen. Hi. So. Okay. So, vorbei stehen geblieben. Also diese Box, die kostet, kommt alle 2 Monate und kostet 29,95. Da sind die Versandkosten so, mit drin. Das ist die Box und die ist mittelmäßig schwer und die Kiste ist auch relativ stabil, sodass man sie auch für andere Dinge verwenden kann. Und ich öffne sie jetzt. Sie kommt dann hier in so einem, hoppala, in so einem, mit so einem Papier eingewickelt, in einem Giftgrün. Ich leg mal eben die Box an. Also ich habe bis jetzt immer nur Beautyboxen abonniert gehabt. Bin an der Vegan Beauty Basket hängen geblieben. Das ist jetzt was ganz anderes. So auf den ersten Blick gefällt mir das aber schon sehr, sehr gut. Okay. Ja, ich sehe schon ein Produkt oder ich sehe schon Produkte, die mir nicht so gut gefallen, weil ich die nämlich schon ausprobiert habe. Ja, es handelt sich nämlich um diese Badesalze. Es sind Badesalze Detox Pure von Tetisep. Ich habe die schon mal ausprobiert und ich mochte die überhaupt nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass sie die Haut richtig, dass sie meine Haut einfach ausgetrocknet haben. Vielleicht probiere ich sie dann nochmal aus, mal gucken. Obwohl, ich glaube, das ist eine andere Variante. Mit Aktivkohle. Das ist eine andere. ich glaube, das ist eine andere. Und deswegen werde ich sie gerne ausprobieren. Und zwar ist das ein basisches Badesalz. Detox Pure von Tetisep neutralisiert die Säuren auf der Haut. Gesundheitsbad, weiße Tonerde und Aktivkohle. Und es ist vegan. Und die duftet richtig gut. Das ist mir nämlich jetzt gerade eben aufgefallen. Das war nämlich vorher nicht, dass man daran schnuppern konnte. Und hier sind Löcher drin, wo mir dieser tolle, schöne, wunderbare Duft entgegenströmt. Und hier steht auch auf der Verpackung neu drauf. Also der Duft überzeugt mich gerade sehr. Wie riecht es? Es riecht nach Pflege. Leicht süßlich, nicht zu penetrant, aber es riecht wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Und von daher freue ich mich, dass diese vier Badesalze in dieser Box drin sind. So, dann haben wir, oh cool, dann haben wir nämlich eine Bio-Proteinkugel, Kokos und Limette von der Firma Alnavit. Was ist das denn genau? Süße, nur Fruchtzutaten. Ja, ich mag solche Sachen. Ich mag solche Sachen, Proteinbars oder Protein-Schoko-Riegel. Und das ist halt auch sowas Ähnliches, denke ich mir. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. So, dann haben wir hier einen Tee und zwar von der Firma Kappa Natural Fair and Delicious. Be Happy mit ein Bio-Gewürztee mit Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Da bin ich mal gespannt. Habe ich noch nie probiert mit schwarzem Pfeffer, aber oft gesehen und gehört. Don't worry, sip happy. Dann ist dieses Produkt hier drin und zwar Coco Cocktail von Bilou. Bibi loves you 2-in-1 Body Spray. Das ist ein Body Spray in Kokosduft, denke ich mir mal. Und es riecht nach Kokos und mit einem Gemisch aus irgendetwas Süßem. Es riecht eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Aber die Bilou-Produkte, die sind mir einfach für mich als 44-jährige Dame einfach zu süß. Und ich werde es bestimmt nicht nutzen. Aber ich denke, meine Tochter wird sich darüber freuen. Dann haben wir hier von Lacoste eine Lotion, eine Bodylotion. Genau, eine Bodylotion. Lacoste ist ein bekannter Name. Sie riecht auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von Lacoste, von diesen Parfümmarken, Duftmarken. Lacoste weiß ich nicht, ob die jetzt, ich glaube, die haben auch Mode. Aber die Bodylotion riecht wirklich sehr gut. Den Duft kann ich nicht definieren. Süßlich mit irgendetwas, mit einem pflegenden Geruch noch mit drin. Ich freue mich auch, dass dieses Produkt mit da drin ist, weil ich es mir so nicht kaufen würde. Und ja, ne, also ist ganz okay. Ja, sowas finde ich zum Beispiel sehr gut. Und zwar sind das Energy Chews. Sind das Kaugummis? Von Chimpanzee. Ich muss mal eben durchlesen. Was ist denn das? Kaubonbons mit Fruchtsaft. 100 Kalorien, kein Koffein oder Kaffein. Auch für Kinder geeignet und ist vegan. Cool, habe ich noch nie gehört von, noch nie gesehen. Das ist auch glutenfrei. Soll ich die einmal mal probieren? Ich probier mal eine. Schmecken wie Gummibärchen, aber die haben halt diese Gelatine nicht in sich, glaube ich. Ja klar, ist ja vegan. Die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Das ist Geschmack Frucht, schmecken nach Beeren. Ja, ich bin mal gespannt, wie teuer die sind. Aber finde ich cool sowas. Das finde ich auch sehr gut und zwar ist das von Weleda ein Lippenbalm. Den habe ich schon, allerdings in der Farbe rosa und das ist wohl neu. Wahrscheinlich eine neue Farbe und zwar die Farbe Nude. Finde ich super klasse, das ist eine getönte Lippenpflege, hinterlässt einen Hauch von Farbe und zartem Glanz. Bewahrt die Lippen vom Austrocknen und von Weleda finde ich super, super gut, dass es dabei war. Dann habe ich hier einen Shake und zwar von Body Change. Body Change? Body Change, das sagt mir was. Ist das nicht mit Deadlift die Soße?
dieses Sportprogramm. Ich glaube, ich muss mal gleich gucken. In dem Magazin anscheinend, doch, das ist von Detlef, die so wusste ich gerade. Ja, ich weiß nicht, ob das von ihm ist, aber ihn verbindet man meistens mit dieser Marke so. genau. Also, das ist ein Shake zum Bestseller-Abnehmprogramm Body Change. Was ist das für ein Shake? Ist das ein eiweißreiches Getränkepulver mit Vanillegeschmack? Ja. Ja, ich freue mich, dass es dabei ist, weil ich auch Shakes trinke, beziehungsweise ich trinke ja jetzt nicht so regelmäßig, aber zwischendurch, wenn ich mal so ein Hungergefühl bekomme, was im Moment allerdings, muss ich sagen, gar nicht passiert. Das ist eine andere Geschichte, wovon ich super begeistert bin, aber ja, diese Eiweißshakes sind einfach dazu da, damit man den Muskelaufbau so ein bisschen pusht, die Fettverbrennung anregt und wenn man Kraftsport betreibt zum Beispiel. Viele Kraftsportler nutzen Eiweiß oder Whey-Protein und ja, ich denke mal, das wird es wohl sein und ich bin froh, dass es dabei ist, weil ich das einfach mal ausprobieren kann dann, ne? Mit Milch. Man soll eine Portion täglich zu sich nehmen, aber da werde ich mich so ein bisschen im Internet so ein bisschen umschauen, was das überhaupt genau ist. Dann haben wir hier eine Faszienkugel, finde ich auch sehr, sehr gut. Faszien, es gibt auch diese Faszienrolle, die habe ich übrigens auch hier. Das ist meine Faszienrolle, das kann man hier so abnehmen. Habe ich irgendwo im Tchibo gekauft, glaube ich. War das Tchibo oder was man, ich weiß nicht mehr. Aber ich finde sie super praktisch, weil man da die einzelnen Muskelpartien so richtig mit bearbeiten kann. Und es gibt auch spezielles Faszientraining mit der Faszienrolle. Aber in dieser Box ist halt diese Faszienkugel, Faszienkugel mit drinne gewesen. Und die haben auch diese Faszienrollen, sehe ich gerade. Genau, in verschiedenen Größen und cool. Also die sind sehr hart und man kann die punktuell auf die einzelnen Muskelpartien anwenden. Jo, werde ich gerne austesten. Ich freue mich da sehr drüber. Und als letztes ist dieses kleine Säckchen mit dabei gewesen. Himmelgrün Natur heißt die Firma. Aus Österreich kommt sie wohl. Ich denke mal, das ist ein Duftsäckchen, oder? Relax your mind and body. Das Sackerl nach einem anstrengenden Arbeitstag oder einem ausgiebigen Workout in Kopfnähe positionieren und den herrlichen Duft der Kräuter einatmen und genießen. Ja, oh, da ist bestimmt Lavendel drin. Ich rieche Lavendel. Ja, genau. Ja, cool, ich freue mich da sehr drüber. Ich habe hier auch einige Lavendelsäckchen aus Kroatien mitgebracht. Ich liebe die. Ein Lavendelsäckchen habe ich bei mir im Nachtschränkchen in der Schublade. Und häufig mache ich es so, dass ich dann vor dem Schlafengehen so ein bisschen daran kniete, dran schnuppere vor dem Schlafengehen. Und dann kann ich super gut einschlafen. Und das ist jetzt eine Mischung aus Lavendel, Pfefferminze, Haferkraut, Zirbe, Hopfenzapfen und Melisse. Ja, aber ich mag sowas total gerne. So, die Box ist leer und ich muss sagen, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil du da wirklich pflegende Produkte drin hattest. Du hast vegane Produkte drin, unter anderem. Ja, du hast Sportsachen mit dabei, also alles, was der Fitness gut tut. Und also eigentlich ein Komplettprogramm mit allen Sachen, mit allen Dingen, die deinem Körper einfach gut tun. Und
Eine Art Wellnessbox ist das, finde ich, ne, mit den Badezusätzen und so weiter. Finde ich wunderschön. Ich werde den Preis, ja, ich werde den Gesamtpreis oder den Gesamtwert der Box hier oben einblenden und genau, alle weiteren Infos findet ihr unten in der Infobox. Die Frankas Favorite werde ich übrigens auch unten in der Infobox verlinken. Schaut bei ihr vorbei, das werde ich nämlich gleich tun. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.